Wir wollten hier mal gucken. Ich würde jetzt ganz gerne die Offiziellen bitten. Herr Harten wird von der Stadt aus etwas erzählen. Dann wird Herr Bialas als Vorsitzender des Sanierungsbeirates ein paar Worte sagen und Herr Struff von der Siedlung. Ich denke, wir werden uns ein paar kurze Reden anhalten und werden dann einfach beginnen mit ein paar Präsentationen und hoffentlich mit viel Spaß. Schönwetter habe ich extra geordert. Herr Harten, bitteschön. Tja, lieber Herr Manager, das Erste, was ich mal als Kompliment aussprechen darf, ist, dass hier der schönste Kreisel von ganz Cuxhaven gebaut worden ist. Dieser Kreisel, der ist ja wirklich so eine Art Vorbild. Und wenn ich an das Ding da am Ende unserer Autobahn denke, dann wirklich kann sich der ein oder andere, sogar Otterndorf, hiervon eine Scheibe abschneiden. Unser Manager hat ja auch noch für das schöne Wetter gesorgt. Auch dafür Dankeschön. Und ein letztes kräftiges Dankeschön möchte ich aussprechen, dass hier heute unter seiner Oberleitung stattfindet ein Fest. Dieses Fest, das könnte Tradition werden unter dem Namen Lehfelder Kreiselfest. Wir haben das eine Fest da, das andere Fest hier und wo auch immer. Aber in diesem schönen Lehfeld, und das Lehfeld wird immer schöner, dank der Siedlung, dafür dem Boss der Siedlung, den Managern der Siedlung und all denen, die hier bei der Planung mitgewirkt haben, Dankeschön dafür. Also ich glaube, dass dieses Lehfeld wirklich schon auf dem Wege ist, auf dem guten Wege ist, so richtig wie etwas von Zähne zu bekommen. Guckt euch mal um, diese hübsch gestrichenen Häuser. Guckt euch mal um, dieses urbane Leben, was so langsam hier um sich greift. Dank der Initiative der einzelnen Gruppierungen, die der Manager eben hier angeführt hat. Logisch, dass da auch ein lebendiger Präsident hierher kommen muss, um Grußworte nachher zu sprechen. Aber er ist nicht alleine da, sondern mit ihm ist die geschlossene Front der Cuxhavener kommunalen Politik heute anwesend, obwohl alle irgendwo ihre Wichtigkeit hätten, irgendwo Wahlkampf zu machen. Nein, sie sind hierher gekommen, um euch, liebe Bewohner des Lehfeldes, zu demonstrieren, dass sie mit euch denken, dass sie für euch da sind und sich mit euch freuen, wie gut es hier geworden ist. Es ist der Fraktionsvorsitzende der CDU da, der Fraktionsvorsitzende der SPD da, der Fraktionsvorsitzende der FDP da, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen ist da. Und es sind die Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters. Ich spreche, wie sich das gehört, überparteilich zunächst Frau Puhvogel an und dann Herrn Dr. Gentsch. Ihr seht, meine Damen, meine Herren, liebe Mädchen, liebe Jungen, es ist alles hier, was Rang und Namen in der kommunalen Politik hat. Jetzt wünsche ich euch, dass ihr heute ein tolles Fest feiert, dass ihr euch langsam noch mehr wohlfühlt in eurem Lehfeld. Wir werden das stets als Kommunalpolitiker positiv begleiten. Viel Spaß, viel Freude. Ja, alles schön. Ja, bitte dann Herrn Bialas. Dankeschön. Sehr verehrter Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren des Rates der Stadt Cuxhaven, insbesondere liebe Bewohnerinnen und Bewohner, dass ich heute hier
dabei sein darf, erfreut mich ganz besonders. Ich bin das heute nicht als Präsident der Klosterkammer, das bin ich im Nebenamt heute jedenfalls, sondern als Vorsitzender des Sanierungsbeirates. Der Sanierungsbeirat hat hier, ja, ich wollte es nicht, ist wohl besser jetzt? Der Sanierungsbeirat besteht ja aus eigentlich allen, die hier mit dem Lehfeld in Verbindung stehen. Die Bürgerinnen und Bürger und Anwohner, aber auch alle Institutionen, die hier im Lehfeld tätig sind, vom Kindergarten bis hin zu den Sozialarbeitern, den Quartiersmanagern, auch die öffentlichen Institutionen wie die Polizei, alles gehört dazu und natürlich auch die im Rat vertretenen Fraktionen. Und ich freue mich sehr, dass das, was hier jetzt gewachsen ist, in großem Einvernehmen zwischen Stadt und Siedlung und insbesondere den Betroffenen hier realisiert worden ist. Und das ist allemal ein großes Fest wert. Und ich freue mich, dass wir heute hier gemeinsam dieses Fest am Kreisel, Lehfelder Kreisel, feiern können. Nun will ich noch sagen, es war toll, dass wir diesen Sanierungsbeirat, der ja vorgeschrieben ist, für öffentliche Mittel im Rahmen des Projektes Soziale Stadt, hier in Cuxhaven nicht nur gegründet haben, sondern auch alle Maßnahmen im Einzelnen besprochen haben. Heute nun ist ein großer Tag, weil ein großer Teil der Gesamtmaßnahme heute schon angeguckt werden kann und wir alle sehen, das Lehfeld war noch nie so schön, wie es heute ist. Und das ist ein großes Fest wert. Aber es wird noch weitergehen, es werden noch weitere Baumaßnahmen stattfinden. Insbesondere wollen wir natürlich, dass das Lehfeld auch wirklich sichtbar zur Stadt Cuxhaven gehört. Und deswegen wird es, gerade weil das Lehfeld hier ist, einen Übergang direkt in die Stadt geben. Und deswegen werden wir als nächstes alles daran setzen, dass wir den Ritzebüttler Marktplatz, so wie vorgesehen, ganz besonders gut und hübsch gestalten, dass man sozusagen vom Lehfeld durch das Eingangstor Ritzebüttler Marktplatz direkt in die schicke Nordersteinstraße kommen. Und da soll mir mal einer sagen, hier in Cuxhaven wird nichts gestaltet und hier passiert nichts. Hier passiert sehr viel. Und ein letztes will ich sagen, dass das hier so klappt, wie es geklappt hat und klappen wird, ist ausdrücklich, auch wenn einer insbesondere mit unlauteren Mitteln versucht, die Leute auf den Leim zu führen, der städtischen Siedlungsgesellschaft, der Geschäftsführung und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch dem Aufsichtsrat der Siedlung zu verdanken. Ich sage das hier sehr deutlich, weil es alles andere als unangemessen ist, dass man diejenigen, die sich gerade in besonderer Weise hier im Lehfeld engagieren, öffentlich vorzuführen versucht. Lassen Sie sich davon nicht verführen. Die Siedlung ist gut aufgestellt. Sie hat eine Krise hinter sich, wie viele andere Unternehmen in Deutschland auch. Aber wir müssen alles tun, gerade im Interesse des Lehfeldes, dass die Siedlung im Interesse der Anwohnerinnen und Anwohner vernünftig weiterarbeiten kann und das in ruhigem Fahrwasser. Und Sie alle können daran mithelfen und mitwirken, dass das auch gelingen kann. Gerade die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Siedlung haben es verdient, dass die Politik hinter ihnen steht und sie nicht öffentlich beschuldigt mit Dingen, die nicht beweisbar sind. Das wollte ich heute hier auch in aller Deutlichkeit gesagt haben. So, und nun wünsche ich Ihnen allen ein schönes Fest. Ich freue mich, dass das mit dem Wetter klappt. Normalerweise habe ich immer gesagt, wenn gutes Wetter ist, bin ich zuständig für den Rest aller anderen. Aber dass das Wetter gut ist, das haben wir zu verdanken allen, die hier fleißig mitgearbeitet haben, allen, die hier heute das Fest mitgestalten. Ich wünsche Ihnen und euch ein schönes Fest und ich hoffe, dass es mit dem Lehfeld weiter so vorangeht. Jedenfalls weiß ich, dass es eine große Mehrheit im Rat der Stadt Cuxhaven geben wird, egal wie morgen die Wahlen ausgehen, die sich ganz besonders um die Anwohnerinnen und Anwohner und um dieses schöne Stadtteil Lehfeld kümmern werden. Alles Gute. Ja, danke, Herr Wiener. Ja, Herr Schulz, ich denke, auch zu mir. Herr Bürgermeister, lieber Hans-Christian Bialas,
meine sehr verehrten Vertreter des Rates und natürlich auch sehr verehrte Vertreter des Aufsichtsrates der Siedlungsgesellschaft. Ich freue mich, dass ich heute hier stehen kann und nicht wie vor 7 Jahren, als ich meinen Dienst hier angetreten habe, ein Quartier vorgefunden habe, das von Resignation, von Graffiti und von leeren Wohnungen und von maroden Beständen gekennzeichnet war. Ich glaube, wenn ich Ihnen vor 7 Jahren gesagt hätte, dass wir dieses Fest in dieser Umgebung schon feiern können, alle hätten gesagt, lass den mal weiterspinnen, das wird nie was werden. Aber Sie sehen, mit Engagement haben wir es geschafft. Wir sind nicht zu Ende, das ist richtig, aber wir haben es geschafft, einen Großteil dieses Rehfeldes wieder zu einem wohnbaren und erlebnisbaren Quartier zu machen. Und diesen Weg wollen wir weiter beschreiten. Und deshalb bedanke ich mich bei all den Politikern und auch bei dem Aufsichtsrat, die uns in dieser Sache so gut unterstützt haben. Recht herzlichen Dank. Ich denke, wir wollen heute ein schönes Fest feiern. Dazu haben wir unseren Beitrag auch geleistet. Wir haben hinten einen Informationsstand, wir haben aber insbesondere für die Kinder eine kleine Attraktion dort aufgebaut und wir haben ihnen Musterwohnungen nochmal zur Verfügung gestellt, die sie besichtigen können. Das ist einmal hier auf der rechten Seite der erste Eingang. Dort ist eine Wohnung, die öffentlich gefördert wird, die also hier entsprechend von uns modernisiert wurde. Und wir haben in der Kampfhanger Straße 2 Wohnungen, die wir gerade fertiggestellt haben, die sich auch einmal anschauen können und können sich davon überzeugen, dass nicht nur das Umfeld schön ist, sondern dass auch die Wohnungen schön sind. Denn wir wollen nicht nur schöne Fassaden, was wir ja besonders in der Wohlfahrtenstraße mal mit einem Highlight für Cuxhaven hier machen wollen, sondern wir wollen natürlich auch, dass hinter diesen schönen Fassaden schöne Wohnungen sind, dass hier Menschen wohnen, die sich verstehen, denn wir haben hier in dieser Siedlung 23 Nationen vertreten und ist ein gutes Beispiel für die Migration, die hier gelungen ist, denn hier gibt es keinen Stress, hier gibt es keine Probleme, sondern hier gibt es ein gutes Miteinander und das zeigt sich heute auch an diesem Fest und das wollen wir weiter fortsetzen. Und jetzt ein letztes, es ist an sich nicht meine Aufgabe, politisch zu werden, ich will das auch nicht werden. Ich danke dir, Hans-Christian, dass du hier klare Worte für einen Kandidaten gefunden hast. Aber eins ist auch sicher, so wie die Künstler ihren Applaus brauchen, so brauchen die Politiker ihre Stimmen. Das heißt, gehen Sie zur Wahl, ich darf Sie nur auffordern, machen Sie im Prinzip den Politikern ein Geschenk wieder zurück für Ihr Engagement, was Sie hier geleistet haben und gehen Sie morgen wählen und machen Sie Ihre Kreuze bei den Damen und Herren, die Sie hier stehen sehen. Das wäre die richtige Wahl, die richtige Antwort und damit würde ich auch eine Wette gewinnen. Denn ich habe gewettet, dass in diesem Quartier nicht das schlechteste, die schlechteste Wahlbeteiligung erfolgen wird. Und helfen Sie mir, diese Wette zu gewinnen. Schönen Dank und schönen Tag. Zwei Dinge habe ich doch leider vergessen. Ich habe vergessen, die EWE, die sich auch heute beteiligt, hinten in dem Bereich, die hier die Maßnahmen gemacht hat, unter der Straße und über der Straße, die Firma Mathé, die zwar heute nicht da ist, aber ich soll einmal schöne Grüße von der Firma ausrichten. Und die Firma Mathé sponsert heute die alkoholfreien Cocktails und Kaffee und Kuchen. Von daher auch ein kleiner Dankeschön für die Firma. Ich denke mal, ein Ende der Reden. Als nächsten Programmpunkt haben wir die Hot Girls, die uns jetzt hier einen Tanz vorführen will. Vielleicht ein bisschen Platz für die jungen Damen.
Vielen Dank. Ein ganz kleiner Applaus. Ja, wir danken euch. Ihr müsst noch zu dem nächsten Auftritt, wie ich gehört habe. Macht es genauso gut weiter. Alles klar. Tschüss. Vielleicht einen kleinen Applaus nochmal und tschüss. Als nächsten Punkt haben wir jetzt den spanischen Verein mit ihrer Dudelsackgruppe. Thank you.
Ketchup oder Fett? Ketchup, bitte. Dann haben wir doppelt.